herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der Partie am kommenden Samstag zwischen unserem SV Waldhof Mannheim und dem Hallischen FC. Mit mir auf dem Podest wie immer unser Cheftrainer Patrick Löckner. Patrick, zunächst einmal die Frage nach der Trainingswoche. Wie ist sie bisher gelaufen? Wie ist die Stimmung? Ja, schönen guten Tag an alle. Ja, eigentlich gut. Haben gestern angefangen, heute nochmal trainiert und entsprechend morgen das Abschlusstraining. Und dann geht es auch schon mit dem Bus nach Halle und wollen uns gut vorbereiten und entsprechend auch abliefern. Der Hallische FC aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, ist eine sehr gute Bilanz. Ist eine Mannschaft, die gut drauf ist, vor allem eine stabile Abwehr hat. Also wirklich sehr kompakt spielt und im Ballbesitz auch einen guten Ball spielt, mit gut aufgebautem Positionsspiel. Das heißt, wir müssen geduldig sein, müssen unsere Stärke einbringen und entsprechend den Gegner da auch vor ein paar Aufgaben stellen. Und die Frage nach dem Personal? Ja, Adrien Lebeu kann leider nicht spielen. Der hat sich ja den Muskel gezerrt im Spiel. Hinzu kommt Willi Sommer, der auch immer noch nicht fit ist. Ansonsten haben wir, glaube ich, wieder alle an Bord. Ja. Danke, Patrick. Dann würde ich es auf Nachfragen das Mikrofon freigeben. Die Kollegin reicht Ihnen das gerne zur Hand auf Nachfragen. Wir fangen an mit Alex Müller vom Mannheimer Morgen. Können Sie mal was sagen zur Innenverteidigung? Da hat jetzt Gerrit Gulke 2x gespielt, 2x0. Erstmal Verlatt scheint ja wieder fit zu sein. Sagt man dann eher 2x0, da bleibe ich beim Vertrauten, was funktioniert hat, oder hat Verlatt auch eine Chance zu spielen am Samstag? Ja, es sind auf jeden Fall alles Innenverteidiger, die eigentlich in die Startformation in der dritten Liga gehören. Egal, ob es jetzt Gary ist oder Jesse ist. Jesse hat hervorragende Leistungen zuvor gebracht. Gary hat jetzt sehr gute Leistungen gebracht. Wir müssen sehen, wie wir es jetzt dann gegen Halle aufstellen werden. Aber Fakt ist, dass sie alle bereit sind für die Startformation. Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Dominik Kota ist jetzt 3x eingewechselt worden. Wie sind da so Ihre Eindrücke und wäre er jetzt auch dann Kandidat für die erste Elf, jetzt wo er auch die Abläufe besser kennt? Ja, auch da ist es so, dass Dominik mit Sicherheit auch ein Kandidat für die erste Elf ist. Hat jetzt bei den 3 Einwechslungen im ersten Spiel direkt ja seine Note gezeigt und entsprechend ein Tor vorbereitet. In den letzten 2 Spielen war es ja nicht so einfach, von der Bank reinzukommen und direkt Akzente zu setzen, wobei er gegen Kaiserslautern auch von der Halbposition eintribbelt in den 16er und sich da so ein bisschen leicht abkochen lässt vom Gegenspieler. Aber das sind halt diese Dinge, die noch ein Stück weit, wo wir noch ein Stück weit dran arbeiten müssen. Aber generell ist es ein Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhilft und auch für die Startformation bereit wäre. Weitere Fragen? Alex Müller vom Mannheimer Morgen. Es wurden ja jetzt die 11 Endspiele ausgerufen, das heißt, man will in jedem Spiel 3er holen. Ändert das gerade auswärts ein bisschen was an der Herangehensweise, taktisch zum Beispiel, dass man sagt, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir vielleicht einen Ticken offensiver auch aufstellen, als wenn man vielleicht erstmal gucken kann, was der Gegner macht? Ja, das glaube ich nicht, weil wir spielen ja generell einen sehr offensiven Fußball und wir spielen uns ja unsere Chancen im Spiel und wir brauchen keine 15 Chancen, sondern es reicht in der Regel auch eine, wenn man sie reinmacht. Ansonsten braucht man halt 2 oder 3, bis du halt das Tor getroffen hast. Und entsprechend läuft unser Prozess noch weiter. 11 Endspiele sind ausgerufen, dass wir gesagt haben, wir wollen jedes Spiel wirklich angehen, als wäre es das letzte. Oder es halt ein Endspiel ist, so dass die Trainingsarbeit und auch die Spielvorbereitung einfach so fokussiert sind. Und jeder Spieler weiß, dass wir wirklich jetzt auf 3er aus sind und das ist halt einfach so, also auf 3 Punkte in jedem Spiel, die wir auch vorher auch jedes Mal ausgerufen haben, aber trotzdem ist es dann schon ein Stück weit anders, wenn man sagt, auch wie Domme in dem Interview, wir gehen all in den Spielen, das heißt, jeder Spieler muss sich komplett verausgaben und alles reinwerfen und wirklich so tun, als ob es das letzte Spiel ist oder halt ein Endspielcharakter und diese Reserven einfach frei machen und das ist unser Ansatz, den wir gewählt haben. Gibt es weitere Fragen? Dann nochmal Alex Müller und danach Nils Wollenschläger. Was ja auffällt ist, ihr habt in der kompletten Rückrunde 7 Tore gemacht. Das ist ziemlich wenig, also vor allem, weil Sie auch als Offensivtrainer ja gelten. In der Analyse, was sind die Gründe dafür und wie kann man da Abhilfe schaffen? Ja, was auffällig ist, ist auch, dass wir mehr Torchancen rausgespielt haben als in den Spielen, glaube ich, in der Saison davor, das heißt, also in der Vorrunde, das heißt also, unsere Maschinerie nach vorne läuft. Wir hatten halt im Abschluss nicht das größte Glück dann gehabt oder teilweise auch die Handlung dann falsch getroffen, um abzuschließen. Aber letztendlich sind die Situationen noch genauso da. Das stimmt, in der Vorrunde waren wir kälter dann vorm Tor gewesen. Gerade in der Phase, als es gut gelaufen ist, haben wir wirklich aus weniger Chancen mehr gemacht. Das ist korrekt, aber der Prozess läuft halt immer noch gut. Schlimmer wäre es, wenn wir uns keine Chancen erspielen. Und jetzt war es mal wichtig, dass wir auch 2x wieder die Null gehalten haben und wir haben die 2 letzten Spiele in Erinnerung, das heißt, wir hatten jetzt gegen Lautern 2, 3 gute Tormöglichkeiten, gegen Türkgücü 10, 15 gute Tormöglichkeiten. Von daher gilt es jetzt einfach darum, den Ball reinzumachen, auf egal in welcher Situation und wenn es durch den Standard ist. Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Ja, es wurde ja schon angesprochen, Halle, so aktuell auf die Ergebnisse bezogen, ein bisschen die Mannschaft der Stunde.
Was hat sich denn unter dem neuen Trainer bei Halle geändert? Es gab ja auch mit Terence Boyd noch einen prominenten Abgang. Elias Huth ist da neu vorne drin. Können Sie da ein bisschen was zu sagen, was Sie da für Eindrücke haben? Ja gut, es ist ja immer so, dass man eine andere Philosophie an den Tag legt, die vielleicht der Mannschaft ein Stück weit besser liegt. Fakt ist, die ersten zwei Spiele haben sie, glaube ich, verloren und jetzt mit 10 Punkten aus den 4 Spielen sehr gute Bilanzen gezogen. Trotzdem haben sie auch Torchancen generiert vom Gegner. Wenn man jetzt das 2-0 gegen 60 nimmt, der Elfmeter, der zu Unrecht zugesprochen wurde, ist es dann auch nochmal eine Situation, die was mit dem Gegner macht mit 60 in der Situation. Hätte gerne das Spiel gesehen, wenn es 0-1 weiterläuft, wie es dann aussieht für die 60er. Es sind halt Dinge, die man manchmal auch nicht beeinflussen kann. Das war der Elfmeter, davor war es gegen Zwickau auch ein Elfmeter in der 83. Minute. Also es ist schon eine Mannschaft, die sehr stabil geworden ist, die auch einen guten Fußball spielt, gerade im Offensivspiel, wie ich es gesagt habe, mit einer guten Positionsbesetzung, mit einer wirklich guten Ballruhe im Spiel. Also das, was sie jetzt bis jetzt aufgebaut haben, ist wirklich gut, aber es ist einfach noch zu früh davon zu reden, dass jetzt hier irgendwas Besonderes entstanden ist, sondern es war jetzt ein guter Trend in den 4 Spielen und die Tendenz ist gut. Es scheint zwischen der Mannschaft und dem neuen Trainer momentan den neuen Aufgaben und Positionen zu passen. Ja, wobei Florian Schnorrenberg im Vorfeld auch eine gute Arbeit geleistet hat und er dann halt auch Phasen hatte, wo es mal ein bisschen schwieriger wird. Und diese Phasen kommen auch noch auf Halle zu. Also es ist jetzt, es ist im Fußball normal, dass es hoch und runter geht. Und dann ist es halt einfach wichtig zu sehen, wie federt man das ab und wie geht es weiter. Gibt es weitere Fragen? Ronny Ding von der Rhein-Neckar-Zeitung. Sehen Sie denn überhaupt die Ausgangsposition? Machen Sie sich eigentlich noch Hoffnung, Zweiter werden zu können? Oder glauben Sie, dass die ersten beiden Plätze schon relativ weit entfernt sind? Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber, weil wir ja Spiel für Spiel abarbeiten. Und das, was am Ende in der Tabelle dabei rauskommt, ist das, was du dir erarbeitet hast und das, was du dann auch verdient hast. Und deswegen bin ich jetzt keiner, der sagt, ich will unbedingt Zweiter, Dritter oder vielleicht sogar noch Erster werden. Nein, sondern wir leisten Woche für Woche unsere Arbeit und im Training auch. Und dann am Ende hoffe ich, dass es dann ja, so weit oben wie möglich von der Tabellensituation aussieht oder beziehungsweise wir da bis zum Ende oben mitspielen können. Nils Wollenschläger nochmal von Mannheim 24. Ein Thema, was wir schon vor einigen Wochen hier hatten, war die Thematik des zweiten Co-Trainers, ob da noch jemand kommt. Hat man sich da jetzt festgelegt, dass da bis zum Saisonende nichts mehr passiert oder wie ist da der Prozess aktuell? Nein, da sind wir auch immer noch am Schauen. Also da haben wir jetzt sogar eine Stellenausschreibung erfolgt und wir gucken, dass wir die Position wieder adäquat ersetzen, auf jeden Fall. Gibt es weitere Fragen? Dies ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Wir sehen uns am Samstag in Halle. Bis dahin. Danke.